Guten Tag. Commander Hardo und General Desperate melden sich zurück. Nee, verdammt. General ist höher als Commander, oder? Shit. Da stimmt was nicht. Aber ich freue mich, dass ihr so zahlreich heute da seid. Ich nehme also an, das kommt ganz gut an. Immer nur Action. Legen wir los, oder? Vladivostok, Eroberung des Eishafens. Das klingt doch spannend, das klingt nach Schiffen. Ein großer Sieg, Kommandant. Sie haben mir Ihre Verlässlichkeit bewiesen. General, was machst du, man hört dich. Wir haben es fast geschafft und das Reich zurückgeworfen. Aber ohne unsere Flotte können wir diesen Krieg nicht gewinnen. Wir sollten den Hafen von Vladivostok zurückerobern. Wieso lassen wir das nicht unseren jungen Kommandanten erledigen? Machen Sie sich nicht lächerlich, Tschernenko. Das Reich hat dort starke Truppenverbände. Das ist keine Operation für einen Anfänger. Wir brauchen jemanden mit Erfahrung. Ich habe vollstes Vertrauen, dass der Kommandant diese Aufgabe bewältigen kann. Nein, ich sehe das etwas anders. Ich weiß, Ihren Standpunkt zu würdigen, General, aber das ist nicht Ihre Entscheidung. So ein Arschloch, ja, der General. Das haben Sie klar und deutlich ausgedrückt. Kommandant, in einer Sache hat der General absolut recht. Wir können ohne unsere Flotte diesen Krieg keinesfalls gewinnen. Ja, und deshalb müssen Sie die Truppen des Reichs aus unserem Hafen vertreiben. Die Truppen des Reichs haben den Hafen von Vladivostok besetzt, den ehemaligen Heimathafen der sowjetischen Pazifikflotte. Als weiteres Zeichen seiner Arroganz wurde dort im Auftrag des Sohns des Kaisers ein kunstvoller Palast errichtet. Wir müssen ihnen zeigen, was sowjetischer Stolz bedeutet, indem wir sie aus unserer Heimat jagen. Zerstören Sie diesen Palast und sichern Sie unsere Küste. Kaputt machen, das ist immer gut drin, oder? Folgende Ziele haben bei diesem Einsatz Priorität. Sichern Sie die Umgebung des Hafens, um Ihren Angriff vorzubereiten. Zerstören Sie die Schiffswerften, die der Feind im Hafengebiet errichtet hat. Möge das Glück Ihnen hold sein. Drei Schiffswerften. Na gut. Können wir. Desperate sagt nichts, aber klickt bereit, also legen wir los. Nicht schwer. Okay. Das ist jetzt, glaube ich, zweigeteilte Mission. Erst haben wir, glaube ich, bevor Sie den Hafen angreifen, ist es nötig, auf dieser vorgelagerten Insel einen Stützpunkt zu errichten. Viel Glück. Genau. Danke. Neues Einsatzziel erhalten. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich zeige Ihnen die Gegend. Und los! Okay, dann, Dahin? Rücken wir vor und ballern die am besten feindlicher Stützpunkt entdeckt. In die Mitte hier. Gut, nicht so viele Einheiten sind. Ich schieß meine mal raus. Eine Einheit wird angegriffen. Die Bären haben ja sogar Fallschirme, ist das geil. Ihr Hunde! Unser Verbündeter Ihr Hunde! Wir marschieren zum Sieg! Rücke vor! Okay. Angriff! Mach mal erstmal rechts hier alles platt und dann links, oder? Wer hilft mir? So muss man die platt machen oder übernehmen? Das kann ich! Ja, die müssen wir platt machen. Dass wir hier dann unsere Basis bauen können. Schwere Verluste gemeldet. Wir unterstellen unseren Amphibien-Stingray ihrem Kommando. Eine Einheit wird angegriffen. Oh. Erschlag sie wie Fliegen! Oh. Ich bin bereit. Das sieht nicht gut aus. Die Schiffe, die jetzt hier kommen, das sind so Amphibien-Dinger. Können, ja, wie du siehst, die können auch an Land laufen, sind dann nur ein bisschen langsam. Okay, dann machst du hier unten platt. Ich mach hier oben alles platt. Jetzt brauchen die ja eine halbe Stunde, bis die
angekommen sind. Ich bin bereit. Energiezufuhr. Elektroden aufladen. Entladen. Ach, der hat keine Energie, der zerfallert. Ist schon fertig. Aber bei mir noch einen Moment. Jetzt, los! So. Dann komm. Einsatz Fahrwerk aktiviert. Okay. Feindliche Einheiten entdeckt. Testen wir die Systeme. Kommt wieder was? Sehen uns doch. So, da kommen jetzt Baufahrzeuge. Dann baue ich meine Basis hier am linken oberen Teil und du am unteren Teil, okay? Okay, das ist meine Chance. Das wird großartig. Spulen bereit. Wasser, kein Problem. So, ich verteile schon mal meine Luftabwehr hier ein bisschen, weil die, glaube ich, immer mal wieder kommen werden. Ruhe! Feindliche Einheiten entdeckt. Errettet durch hier werden wir unser Mütterchen Russland von diesen Imperialisten zurückerobern. So, jetzt mal ein Kraftwerk. Ja, musst aufpassen, dass du das nicht hier zu nah an die Erzbergwerke gebaut. Dass du da noch die Ernte gebaut hast. Ach so, das wird aufgeteilt, unsere Einkünfte. Okay, das ist gut. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Ja, ich neues fertig. Bonusziel erhalten. erster Ernte, nein. Wird gebaut. Gut, dann baue ich mal noch ein bisschen Frack. Jetzt wird gesammelt. Ja. Bau abgeschlossen. Stingray, verstanden. Gleich, wenn wir hier weiter sind, welcome back, Erich. Dann wird's die Karte bestimmt gleich erweitern. Testen wir die Systeme. Bau abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Wird gebaut. Zu wenig Energie. Also richtig viel kann man ja noch gar nicht bauen. Abgeschlossen. Wird gebaut. Okay, ich baue mal gleich noch ein Kraftwerk. Ach so, ja, dann mach's gut, Erich. Gute Nacht. Bau abgeschlossen. Wird gebaut. Gut, ich baue noch ein bisschen Flak, um sicher zu gehen. Wird gebaut. Und jetzt baue ich schon. Unterbrochen. Abgebrochen. Danke, wer mal haben, denke ich. Je nachdem, wie erfolgreich wir sind. Bau abgeschlossen. Batterien sind aufgeladen. Ich glaube, eine Kaserne musst du noch bauen. Batterien sind aufgeladen. Aber du kannst ja auch schon mal von den Stingrays bauen. Alle Systeme stabil. Sind nämlich doch ganz nützlich. Ein paar Bullfrogs baue ich auch noch, weil die dann halt gegen die Flugeinheiten gut sind. Und von den Japanern können sich halt viele von den Panzern, die haben, in so Flugeinheiten transformieren. Deshalb ist es ganz wichtig, dass man auch immer von den Bullfrogs hier welche mit dabei hat. Wird gebaut. Batterien
Batterien sind aufgeladen. Oh, ist was hier? Ups. Was falsches geklickt, sorry. Da läuft noch, oder? Ja. Unterbrochen. Unzureichende Mittel. Bau abgeschlossen. Okay, aber jetzt haben wir doch alles gebaut, oder nicht? Was willst du denn jetzt für das Spiel? Bullfrog Transporter einsatzbereit. Ja. Unzureichende Mittel. Geht in der Bild gut? Ja. Ach, Scheiße. Bauen Sie eine Stützpunkt für die Transporter einsatzbereit. Muss ich jetzt auch noch so ein Abwehrgeschütz hier bauen, oder was? Unterbrochen. Bauen Sie eine Kaserne und einen Marinewerf, bauen Sie Stützpunkt. Unzureichende Mittel. Ich hab doch eine Kaserne und eine Marinewerf. Ach nee. Ah, ich bin so dumm. Ich blödes Großmaul. Ich sage dir, dass du noch eine Kaserne bauen sollst. Und du die ganze Zeit liegt an mir, dass ich eine Kaserne gebaut habe. Sorry. Oh Mann. Peinlich. Okay, jetzt aber. Abgeschlossen. Neue Bauoptionen. Gut. Einsatzziel erreicht. Magnetsatellit bereit. General Krukow würde über ihre Niederlage keine Träne vergießen, mein Freund. So ein Fehlschlag wäre für meine Autorität äußerst unerfreulich. Und er würde Krukows Machtgier und Einfluss vergrößern. Machen Sie ihm einen Strich durch die Rechnung. Unzureichende Mittel. Ich bin bereit. Schlachtfeld erweitert. Ja. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. System ist aufgeladen. Bitte funktionieren. Eine Einheit wird angegriffen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ja, war ganz gut. Das unzureichende Mittel. Ist da draußen was? Wir kommen. Mal sehen, was passiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Transporter einsatzbereit. Muss mal. Ich gehe mal kurz hier nur in die Einstellung. Ich will mal eben nach der Steuerung gucken. Multiplayer. Vorspul. Markierung. Markierung so, platziert. Moment. Siehst du das? Markierung da? Die blinkt jetzt ja, auf ja, dem Radar. Ja. Ja, genau, gut. Mit B machst du das. Dann können wir uns da noch so ein paar Hinweise geben, dass wir uns da besser wohin schicken können. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier unten, da ist gleich so eine Werft. Die Richtung von dem Ding. Eine Einheit wird angegriffen. Dass wir dort erstmal aufräumen. Neues Bonusziel erhalten. Verbindung vorbereitet. Aufladen. Die ganzen Generatoren. Okay. Wir kommen. Hast du ein bisschen Infanterie? Ja, habe ich ein paar Schaden. Dass du die vielleicht in die Bullfrogs reinladen kannst und da auf Land schießen kannst, damit wir die diese Generatoren da zerstören können, weil ich leider nicht habe. Spulen bereit machen. Okay. Ausbildung. Bau mal ein paar. Jo. Dann mach's gut, Hollows. Danke fürs Zugucken. Bis später. Oh, gucke an. Jetzt haben wir hier. Oh, geil. Das sind, ach, ich weiß leider nicht mehr genau, wie sie heißen. Aber das sind Dreadnoughts, genau. Die können hier Raketen auf Reichweite verschießen. Dann kriege ich die Dinger jetzt. So, wo soll ich die Infanterie jetzt hier? Brauchst du eigentlich gar nicht mehr, weil ich die hier mit meinem Schiff jetzt schon zerballern kann. Aber lass die ruhig mal in deinen in den Bullfrogs drin. Braucht man bestimmt gleich noch. Jetzt bomben wir das Reich in Grund und Boden. Dreadnoughts müsstest du auch gleich noch kriegen. Stingray, mal sehen, was passiert. So leicht geben wir uns nicht geschlagen. Die Dreadnought und ihre Besatzung sind bereit.
Jo, mach's gut, Pflanzi. Ciao. So, ich muss mir echt mal was einfallen lassen, irgendwie, dass ich hier meine Hand ein bisschen höher legen kann, weil bei dem Strategiespiel ist das schon krampfig ein wenig. Hast du recht. Hast du recht. Naja, ist halt nicht so richtig optimal, um hier. Wohin soll's gehen? Bereit. PC was zu zocken, geschweige denn jetzt von irgendwas Shooter-mäßigen oder so mit Tastatur, das geht so gar nicht. Das ist ja mit der Tastatur. Feindliche Einheiten entdeckt. Oh, Bullfrog Transporter einsatzbereit. Eine Einheit wird angegriffen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Markierung platziert. Hier so hin. Ups, jetzt habe ich gleich zwei. Ja. Habe ich die anderen jetzt wieder weg? Nee. Toll. Blinkt's hier wie irre. Ich krieg die alten Markierungen nicht weg. Ist da draußen was? Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. So, Stingray. Scheint gar nichts zu sein, oder? Dann fahren wir noch ein bisschen weiter höher. Spulen weiter dort rein. Feindliche Einheiten entdeckt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Land. Eine Einheit wird angegriffen. Da oben, geradeaus, da oben ist ein Turm. Elektroden aufladen. Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Hey, die macht ganz schön wenig Schaden. Kamikaze. So ein bisschen, ja. Ich gieß mal noch ein Blackmarks drauf. Denn mal kommen. Neues Einsatzziel erreicht. Ah, ich brauch mal noch ein Spulen bereit. Stören Sie feindliche also Einheiten was? Entdeckt. Mein Gott. Ja, ich baue die ganze Zeit neue Schiffe, das braucht man echt hier. Siehst du das links oben, ganz links oben auf der Karte auf dem freien Meer ist noch was markiert. Vielleicht machen wir erstmal das platt. Aber warte, ich bin noch nicht so weit. Ja. Dreadnoughts hier noch so ein bisschen, dann kriegst du nämlich, glaube ich, auch noch solche Dreadnoughts. Die sind nämlich echt gut auf Entfernung. Batterien sind aufgeladen. Ja. Oh. Ah, die Maus manchmal. Ich weiß gar nicht, warum die sich immer so verklemmt scheinbar. Ich bin bereit. Batterien sind aufgeladen. Lass da auf. Ja. Stingray. Irgendwelche Freiwilligen? Batterien sind aufgeladen. Denkst du dran, neue Einheiten weiterhin zu bauen? Mhm. Die Feinde der Union. Mein Gott, hab ich nicht so genug. Batterien sind aufgeladen. Ich bin bereit. Ah, das ist schon Multitasking, was hier gefragt. Stingray, ist da draußen was? Ich bin
bewege mich schon mal ein bisschen Richtung nach oben zu der Basis hin. Ich greife noch nicht an, also ich warte auf dich. Batterien sind aufgeladen. Eine Einheit wird angegriffen. Ein System ist stabil. Ja. Test. Systeme oh. Bereit. Einheit verloren. Mal zurück. Feindliche Einheiten entdeckt. Die Dreadnought und ihre Besatzung sind bereit. Erobern wir die Weltmeere. Ah. Das ist unser Tag, Genossen. Alle Systeme stabil. Ich bin bereit. Irgendwelche Freiwilligen? Ist das Moni? Oh, we join you later. Why later? Do you know that you... Systeme bereit. Danke, Hollows. Dir viel Spaß beim Fußball. Bis morgen. Mach's gut. Also von mir aus können wir. Nicht so weit. Alle Systeme stabil. Okay. Bei den Dreadnought habe ich nicht. Wie hast du das bekommen? Als wir die Werft zerstört haben. Ich glaube deshalb, wenn wir da oben die Werft zerstören, müsstest du dann welche kriegen. Wir beherrschen diese Gewässer. Alle Systeme stabil. Feindliche Einheiten entdeckt. Energiezufuhr. Ja, hier oben sind wir. Eine Einheit wird angegriffen. Spulen bereit. Elektroden aufladen! Einheit verloren. Verbindung vorbereitet! Aufladen! Verbindung vorbereitet! Aufladen! Stingray! Elektroden aufladen! Unser Verbündeter wird angegriffen. Wir beherrschen diese Gewässer. Ja, jetzt wird es wieder. Errichtet sie! Spürt die Energie! Mal sehen, was passiert. Feindliche Einheiten entdeckt. Eine Einheit wird angegriffen. Ich bin bereit. Volle Entladung! Alle Systeme stabil. Oh, ich wird brauche gebaut. Noch mehr Bullfrogs. Stingray. Nee, gab aber keine für dich. Irgendwelche ne? Freiwilligen? Dann können wir aber hier genau da, wo du schon hinfährst, da können wir an Land gehen. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Systeme bereit. Klettern wir an Land. Ja, hier können wir an Land, hier können wir hoch dort. Ach, da ist ja auch noch was. Genau. Das heißt, geh ruhig drauf dort. Feindliche Einheiten entdeckt. Das ist unser Tag, Genossen. Batterien sind aufgeladen. Seefahrer, Patrioten, Helden. Systeme bereit. Dreadnought und ihre Besatzung. Ich bin bereit. Batterien sind aufgeladen. So, ich mache mal meinen Dreadnoughts gerade noch den Turm hier platt, dass man da nicht unnötig was vor. Batterien sind aufgeladen. In den Krieg. Gut, jetzt können wir hier rein und die Basis brechen. Verstanden. Nein. Ändere Lokomotor. Meine Infanterie sind schon unterwegs. Ah, man kann von dort rein. Man kann hier hoch, ja genau. Das ist hier so ein Strand. Wir kommen. Position zurücksetzen. Batterien sind aufgeladen. Du kannst auch, wenn du deine Einheiten auswählst und links unten siehst du dann die Einheit oder eine von den ausgewählten Einheiten und dann ist da so ein Pfeil. Wenn du da drauf gehst, steht erweiterte Befehle. Dann kannst du die in Offensivstellung versetzen. Das ist dort dann nochmal ganz links unten. Und Offensivstellung heißt ganz einfach, die greifen einfach jeden Gegner an, der in Reichweite ist. Das macht es gerade, wenn man so eine Basis angreift, einfacher. Wenn man dann nicht halt immer einen neuen Befehl geben muss, sondern macht die einfach alles platt. Eine Einheit wird angegriffen. Ist aber dann später natürlich besser, wenn man den immer einzeln Befehle gibt. Alle Systeme stabil. Verstanden. Dann eben auch so ein bisschen die Feuerkraft zu konzentrieren. Ja. Ja, genau so. Läuft doch mal an, Spulen bereit. Position zurücksetzen.
Feindlicher Stützpunkt entdeckt. So, ich mach erstmal noch ein paar neue Einheiten hier. Batterien sind aufgeladen. Gar nicht mehr so viel haben. Testen wir die Systeme. Modifikationen aktivieren. Ich glaube, hier kann man etwas übernehmen. Tut gut, wieder russische ja. Gesichter zu sehen. Wir ach, setzen ja. Ihre Gebäude in Stand, kein Problem. Ja, Batterien ah, sind cool, aufgeladen. Ja. Die Union nimmt sich, was sie will. Dann nimmst du den unteren, die untere Kaserne, ich nehme die okay. Obere. Einfach den Ingenieur da reinschicken. Feindliches Gebäude erobert. Genau, ja. Wenn du die jetzt anwählst, also da musst du direkt auf die klicken und dann kannst du da direkt Einheiten bauen. Du siehst da jetzt auch, wenn du im Infanteriebaumenü bist, siehst du einmal, da siehst du noch so ein Untermenü, das ist Kaserne 1 und Kaserne 2. Kannst du eben auswählen, wo er bauen soll. Kaserne 1 ist dann eben dein, da unten auf der Insel und Kaserne 2 ist dann halt hier die. Transporter einsatzbereit. Flak-Truppe meldet sich zum Dienst. Unterbrochen, abgebrochen. Schade, man kann noch keinen Sputnik bauen. Später kann man normalerweise auch noch Sputniks bauen. Das sind so Erweiterungseinheiten, mit denen kannst du eine neue Basis aufbauen oder so eine Zwischenbasis. Und dann könnte man nämlich zum Beispiel hier oben den Erzsammler, wo wir stehen, die Erzmine dort dann noch eine neue Mine hinsetzen. Aber dort. Ist scheinbar noch nicht freigeschaltet hier in der Kampagne. Transporter einsatzbereit. Ausbildung abgeschlossen. Die Feinde der Union werden brennen. Das ist unser Tatgenossen. So, ich greife mal mit den Dreadnoughts schon an. Transporter einsatzbereit. Wir beherrschen diese Gewässer. Unsere Feind ist gekommen. Was für ein Angriff. Die Invasoren haben gegen unsere Dreadnoughts keine Chance. Testen wir die Systeme. Ich weiß nicht, warum das mit dem Rasenplatz so spielt. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Ah, ja. Also von mir aus können wir losmachen. Mal sehen, okay. Was passiert. Eine Einheit wird angegriffen. Sehen uns dort. Spulen bereit machen. Systeme bereit. Sie haben einen Palast auf unserem Boden? Dafür bezahlen Sie. Wie ich jetzt sehen könnte. Das Wasser wird sich rot. Spulen bereit. Fahrwerk aktiviert. Einen Moment bitte. Aufladen. Ja, so viel. Testet sie. Eine Einheit wird angegriffen. Mal sehen, was passiert. Aufladen. Wir kommen. Stingray. Unser Verbündeter wird angegriffen. Landnahme läuft. Testen wir die Systeme. Passt ein bisschen eng hier bei so vielen Einheiten. Ich bin bereit. Feindlicher Stützpunkt Elektroden erhalten. Neues Einsatzziel erhalten. Alle Systeme stabil. Okay, dann machen wir den Palast hier platt, ja. Mehr Stand. Eine Einheit wird angegriffen. Oh, genau. Nur Einheit. Energiezufuhr. Mein Palast? Rührt ihn ja nicht an. Das werdet ihr bereuen. Oh. So ein Schutzschild aktiviert. Systeme bereit. Alle Systeme stabil. Elektroden aufladen. Oh, verdammt, was hat er jetzt für einen Roboter hier? König Oni. Oh ja, der ist ziemlich stark. Man muss ein Spezialeinheit geben. Eine Einheit wird angegriffen. Ziel wählen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Jawohl. Ich hab einen Magnetsatellit geplättet. Warm geortet. Was ist das denn? Testen wir die Systeme. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Oder sowas. Ich mache Premierminister stolz. Feindliche Einheiten entdeckt. Ich, nee, ich denke, wir können weitergehen. Hier runter Richtung Basis. Ich glaube, den Tempel. Wir müssen, glaube ich, erstmal noch hier unten dann seine Basis plätten, bevor wir da den Tempel richtig gut kriegen können. Orbitalschauer bereit. Spulen bereit. Aufladen. Stelle mein
Einheiten zusammen. Verdammt, ich komm da gar nicht rüber, sehe ich gerade. Achso, geht nicht. Ach nee, wir müssen, warte, ich markiere mal. Dort an dem Strand müssen wir hoch. Wir müssen hier nochmal komplett runter. Siehst du das? Ganz rechts, das blinke Ding, was ich hier markiert habe, dort kommt man nur hoch. Hier unten komme ich nicht lang, da ist so eine Klippe. Geht's nicht runter, da müssen wir nochmal zurücklatschen hier. Wie geht's? Wie steht's? Will jemand mitfahren? Kleine Kreuzfahrt? Wenn der Premier uns jetzt sehen könnte. Seefahrer, Patriotenhelden. Aber ich kann mit meinen Dreadnoughts hier schon mal ein bisschen was machen, glaube ich. Die Dreadnoughts und ihre Besatzung sind bereit. Angriff! Die Feinde der Union werden schaden. Feindliche Einheiten entdeckt. Seefahrer, Patriotenhelden. Systeme bereit. Seefahrer, Patrioten und auch noch Helden. Wasser, kein Problem. Alles auf einmal. Unser Verbündeter wird angegriffen. Wird gebaut. Unser Verbündeter wird angegriffen. Eine Einheit wird angegriffen. Uiuiuiui. Oh, verdammt. Die haben, glaube ich, bei dir gerade irgendwas in der Basis zerstört mit so einem Suizidangriff. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ah. Das Wasser wird sich rot färben. Stingray, müssen funktionieren. Feindlicher Stützpunkt entdeckt. Rekrut hier! So schnell ich kann! Ich bin bereit. Hahaha. Falsche. Falsches Gewirrt. Ja, das meine ich. Wir kommen nicht runter, leider. Aber du kannst, lass deine Einheiten vielleicht mal gleich dort oben. Weil wir müssen den Palast dann ja noch zerstören. Du baust ja schon unten neue. Ich habe meine schon weggezogen, dann sollte das eigentlich reichen. Jetzt müssen wir dann nachher wieder dort hoch, weil wir den Palast ja auch noch kriegen müssen, denke ich. Alle Systeme stabil. Irgendwelche Freiwilligen? Bullfrog-Transporter einsatzbereit. Feindliche Einheiten entdeckt. Stingray. Bullfrog-Transporter einsatzbereit. Müsste funktionieren. Verstanden. Spulen bereit. Ja, feindlicher Stützpunkt entdeckt. Modifikationen aktivieren. Irgendwelche Freiwilligen. Spulen bereit machen. Elektroden aufladen. Fahrwerk aktivieren. Aufladen. Unser Verbündeter wird angegriffen. Verbindung verbunden. Unser Verbündeter wird angegriffen. Einheit verloren. Spulen bereit machen. Was meinst du? Oh. Ah. So, das warst du mit den Satelliten. Spulen bereit machen. Die Hafenstützpunkte sind zerstört. Ausgezeichnet. Konzentrieren Sie sich jetzt auf die kaiserliche Garnison und vernichten Sie sämtliche Reichstruppen, die im Hafen sind. Stingray. Aufladen. Oh. Siehst du, hier unten bei unserer Insel, da kommen ganz viele hin. Ah. Eine Einheit wird angegriffen. Markierung platziert. Da. Oh. Unser Verbündeter wird angegriffen. Und ich habe gar nicht mehr... Kein Problem, ich habe meine Einheit zurückgeschickt. Ja, ich auch. Oha. Das sind ja Feinde. Systeme bereit. Elektroden aufladen. Aufgeladen. Aufladen. Elektroden aufladen! Wollen Sie meine Ketten sehen? Batterien sind aufgeladen. Das Verbündeter wird angegriffen. Alle Systeme stabil. Spulen verstärken! Puh! Das ging ja nochmal gut. Batterien sind aufgeladen. Ändere Lokomotor.
Systeme bereit. Modifikationen aktivieren. So, ich schicke jetzt nochmal meine meisten Einheiten Richtung Palast dort hoch. Wir gehen nur mit ein paar auf die Insel, weil da noch so ein, zwei Einheiten sind, glaube ich, das ist richtig viel. Batterien sind aufgeladen. Testen wir die Systeme. Jetzt muss man, glaube ich, nur noch den Palast dort hier hoch. Stingray. Warte mal. Spulen bereit machen. Ziel wählen. Eine Einheit wird angegriffen. Verbündeter wird angegriffen. Ah, die Suizid. Einheit verloren. Vielleicht noch mal was an. Ey, du kannst auch reparieren, ne? Unterhalb der Minikarte ist so ein Schraubenschlüssel. Wenn du den anwählst und dann auf Gebäude von dir klickst, damit kannst du deine Gebäude reparieren. Eine Einheit wird angegriffen. Testen wir die Systeme. Ja. Yeah. Einsatzziel erreicht. Alle Systeme stabil. Ja, exzellente Arbeit. Der Hafen gehört uns und die Truppen des Reichs ziehen sich zurück. Spulen verstärken. Eine Einheit wird angegriffen. Jetzt, los! Oh, ich glaube, da haben wir. Aber wir haben doch den Palast jetzt gar nicht zerstört, oder? Ich habe meinen Einheit dahin geschickt. Mhm. Ja? Hm, okay, na gut. Ich muss jetzt essen gehen. Ja, das war schon. Das war schon schwieriger, ne? Aber macht auf jeden Fall Spaß, wie ich finde. Glaube ich. Ist mal wieder was, was anderes. Ich muss immer hüben vor Lifestyle. Ja. Wenn ich spiele und nicht so oft spiele, dann kann ich das gut nachvollziehen, dass du da üben musst. Okay, ich würde sagen, dann machen wir hier auch Schluss, okay. Oder? Wollen wir mal das irgendwie einrichten können. Also für morgen hatte ich glaube, Valiant Hearts will ich morgen nochmal weiterspielen, weil Deutschland spielt 22 Uhr, ja, oder? Du kannst bis dahin streamen. Ja, denke ich auch. Dann werde ich morgen bis 22 Uhr streamen und dann Fußball. Und wir machen hier nächsten Sonntag weiter. Bugs, also das war ja kurios vorhin, dass du in dem Käfig festgesteckt hast. Das hatte ich auch noch nie, also seltsam. Wie Hollows meinte, sie ist vielleicht gerne eingesperrt. Na gut, dann beende ich den Stream und danke euch fürs Zugucken. Ich bin nicht böse, wenn ihr mir followt, falls ihr mir noch nicht followen solltet. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Falls wir uns morgen nicht sehen, schönes Spiel, schönen Start in die Woche. Bis dann. Desperate, du musst jetzt auch noch winken. Ciao, ciao. Macht's gut, tschüss.